Hallo und herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ihr wisst ja, dass immer schon ein paar Folgen im Voraus ausgenommen sind. Darum ist der fantastische neue Patch, den es vor, ja, für euch vor ein paar Tagen, aber für den Zeitpunkt der Aufnahme gerade ganz frisch gab, jetzt erst in diesem Let's Play. Und zwar, ja, die wichtigsten drei neuen Features, die würde ich gerne mal zeigen. Die stehen ironischerweise ganz unten an den Patch Notes. Ich meine, es sind natürlich wieder jede Menge Bugfixes gemacht worden. Aber was für mich extrem wichtig ist, ich kann jetzt in den Fahrzeugmanager gehen und kann auf irgendeine Linie gehen. Ich kann den Zug klicken und ich muss ihn gar nicht klicken. Ich kann ihn auswählen und ich kann ihn ändern. Ich kann jetzt also während des Betriebs Züge ändern. Ich kann die Waggons verschieben, ich kann Waggons löschen, kann dafür Geld bekommen, kann andere Wagen anhängen und so weiter. All das geht jetzt. Das ist hervorragend. Dazu müssen Sie nicht mehr ins Depot fahren. Wir müssen nicht mehr die ganze Lok und alle anderen Waggons gleich damit austauschen, sondern es lässt sich ändern. Super toll. Ganz wichtiges Feature. Dann zweite Sache, ihr wisst doch vielleicht noch, als wir hier diese Strecke eingerichtet haben, zum Stahlwerk da unten. Wir müssen ja zum Stahlwerk sowohl Kohle als auch Eisenerz anliefern und wir haben ja hier geliebäugelt damit, das mit einem Zug zu machen, was ja dann nicht funktioniert hat, weil wir können, also wenn der Zug hier Eisenerz auflädt, dann ist der voll gegebenenfalls. Ich meine, so viel wie hier jetzt lagert, ist der definitiv voll. Und dann kann er halt eben hier keine Kohle mehr mitnehmen. Und dann haben wir gesagt, gut, dann fährt der halt hier einmal bis da. Und einen zweiten Zug nehmen wir halt, um hier die Kohle zu holen und nach da zu liefern. Das geht jetzt auch anders. Wir können die Linien jetzt mit einem, ja, Ladeverhältnis bestimmen oder definieren. Am Beispiel der Eisenerz-Stahlwerkroute. Ich könnte sagen, also ich müsste, wisst ihr was, wir machen das auch gleich mal direkt, hoppla. Ich pausiere das Spiel mal kurz. Ah, durch das Update ist meine Tastenbelegung. Nee, ist doch nicht weg. Okay. Alles klar, geht. Also, diese Linie, wir bearbeiten sie eben, fährt von Scheldorf Süd nach hierhin, nach Rietz Süd. Moment mal. Ah, genau, der fährt durch. Der fährt durch nach Grüneplan. Und da fügen wir jetzt nach Scheldorf Süd noch diese Haltestelle ein. Jetzt sind die alle drei drin in der richtigen Reihenfolge. Und jetzt stellen wir einfach das neue Ladeverhältnis ein. Das ist hier zu finden. Da kann man nämlich jetzt genau sagen, wie viel Prozent geladen werden soll. Super klasse. Wir wollen hier natürlich nur 50% Kohle laden. Und wir wollen in Scheldorf Süd nur 50%. Gut, das gilt für alles. 50% Eisenerz. Also, ja, Kohle. Eisenerz, Moment. Ah, der hat das automatisch eingestellt. Kann das sein? Moment, Kontrolle. Ja, hat er automatisch gemacht. So, nochmal zurück. Wenn ich sage, dass er bei Rietz Süd nur 50% Kohle einladen soll, dann hält er bei Scheldorf Süd... Ne, hier nicht, okay. Gut, vielleicht hat das gerade umgekehrt gemacht, weil die Station dahinter war. Ja, wie auch immer, es funktioniert jetzt auf jeden Fall. Er lädt in Scheldorf Süd nur 50% voll, und zwar Eisenerz, und in Rietz Süd, die zweite beim Kohlewerk, da lädt er 50% Kohle auf, und in Grüneplan, klar, wird das alles abgeladen. Hervorragend. Das heißt, den Zug... Den können wir dann bei der Gelegenheit eigentlich auch updaten. Das ist ja noch so eine alte Lok. Und wir haben, glaube ich, auch neue Waggons bekommen. Ne? Das schaue ich mir jetzt mal an. Der hat ja hier, was ist da drin? Wie heißt der? Fahrzeug nach unten verschieben. Oh, sag bloß, wir können jetzt auch... Oh, ist das fantastisch. So, also wir kriegen jetzt erstmal eine neue Lok. Und zwar nehmen wir die A35. Ja, ist das jetzt ein neuer Zug geworden oder ist die Lok hinten dran? Okay, die Lok ist hinten dran. Ja, pass auf, da machen wir das mal andersrum. Jetzt ist das natürlich ein bisschen umständlicher, wenn man ihn komplett ersetzen will, so wie wir jetzt, aber ne, geschenkt. So, der offene, der gedeckte Güterwagen. Nee, der nicht. Da, der offene Güterwagen. Der transportiert jetzt mehr. Hier ist noch ein Rungwagen, aber der ist so für Holz und so. Also der passt. 8 Einheiten kann der laden und den packen wir jetzt mal voll. Ja, die Bahngleise sind dort 160 Meter, dann nutzen wir die auch mal komplett aus. Also 112 Kapazität.
Und dann kostet das 8,4 Millionen. Und dann ist er jetzt ersetzt. Und wir können ihn uns wunderschön ansehen. Und jetzt testen wir das auch gleich mal, weil er fährt ja gerade zum Erzbergwerk, zum Eisenerzbergwerk. Und damit dürfte er jetzt dann nur 50% vollladen. Mit Eisenerz und die anderen 50% lädt er gleich mit Kohle. Am Kohlebergwerk voll. Ja, und wenn das funktioniert, dann haben wir halt gewonnen. Und siehe da, ja, jetzt springt er gerade um. Ist es nur die Hälfte voll? Es funktioniert. Ist das klasse oder was? Dann können wir die andere Linie nämlich gleich auch ändern. Dann transportiert die nämlich tatsächlich nur noch den Stahl zum Stahlwerk. Den Stahl zur Stahlfabrik. So. Jetzt will ich das natürlich auch noch eben sehen. Ist gleich da. Einmal durch den Berg. Da kommt das Depot. Da kommt das Bergwerk. Und da steht auch jede Menge Kohle. Zack, da wird sie vollgemacht. Ist das schön oder was? Keine Ahnung, warum der eine Waggon jetzt leer ist. Oder sieht das noch so komisch aus? 49, 56, okay, es ist... Irgendwie ist hier was verloren gegangen. Hat die... Das Bergwerk etwa das Eisenerz aufgenommen? Nee, glaube ich nicht. So, jetzt wird beides entladen. Wunderbar. So, den Zug, den können wir dann jetzt auch gleich editieren. Der fährt jetzt nämlich nur noch... nur noch von Grüneplan nach Grüneplan Süd. Jetzt ist der wieder umgesprungen. Schaut mal hier. Manchmal macht er ganz kuriose Sachen. Wenn ich eine Linie ausgewählt habe, dass plötzlich eine andere ausgewählt wird, das finde ich nicht gut. So, Grüneplan nach Grüneplan Süd. Das heißt, Ried Süd fliegt raus. Dementsprechend muss natürlich auch der Zug geändert werden. Denn der hat noch so eine Mischbestückung hier. Das brauchen wir dann auch nicht mehr. Der transportiert jetzt nur noch Stahl, aber wir können die Lok gleich mit austauschen. Komm, machen wir komplett. Kriegt auch die neuen Wagen. Die A35. Naja, und der fährt jetzt halt eine recht kurze Strecke. Da braucht er nicht ganz so viele Wagen. Den Rungenwagen, da kommt der Stahl drauf. Auch jeweils 8 Einheiten. Ich würde sagen, so 56. Das reicht auch erstmal. Und dann kostet uns das 5,8 Millionen. Und die Lok fährt los. Und lädt den Stahl auf. Ist gar nicht so viel Stahl da. Also hier, hier müsste die Produktion eigentlich deutlich steigen. Das Problem ist, dass wir hier nur sehr wenig Eisenerz haben, sehe ich gerade. Das ist schon wieder komplett weg. Ah, ich glaube, ich habe das Problem erkannt. Ja, wir müssen das doppelgleisig bauen. Wir brauchen zwei Züge, die hier anliefern. So, dann schauen wir uns das mal eben an. Ja, hier bleibt voraussichtlich erstmal eine Linie. Und die fährt hier auf Gleis 1. Das heißt, die... So, diese Linie... fährt auf Gleis 2 ein in Grüneplan. Das ist richtig. Dann werden wir ab hier jetzt komplett doppelgleisig bauen. Da ist bereits doppelgleisig und Kreuzweiche vorhanden. Hier auch, hier aber nicht. Also hier müssen wir auch eine Kreuzweiche einbauen. Also hier bräuchten wir es eigentlich nicht, weil der Zug hier nur durchfährt. Aber wer weiß, was wir hier künftig machen. Können wir lieber auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Na toll. Ist das hier wieder so eine komische Steigung oder so? Manchmal verstehe ich es nicht. Wir reißen mal kurz das Depot ab. Ich denke, dass es daran liegt. Nee. Daran liegt es nicht. Was ist denn da los?
Jetzt geht's, okay. Hier ist ein altes Signal, das kommt dann weg. Und ja, das kommt auch weg. Lassen das Depot stehen und schließen es dann neu an. Jetzt werden wir erstmal zweigleisig. Und Signale. Schwupp. So, das ist ganz schön. Hier ist natürlich nicht so schön. Trotzdem geht das mit den Signalen. Wir können sie ja Gott sei Dank in den Tunnel setzen. Okay. Linienverlauf passt. Hat er schon korrigiert. Dann können wir diesen Zug klonen. Na, vorher sollten wir noch das Depot wieder anschließen. Okay, da haben wir es. Und wenn der Zug jetzt aus dem Depot kommt, dann kann er hier reinfahren und dann auch zurückfahren. Natürlich müssen wir noch ein Signal hier bauen. Ja, das ist immer noch nicht so schön hier. Nach wie vor nicht optimal. Nee, wisst ihr was? Ich habe es ja schon mal gesagt, das ist nicht ganz mein ästhetischer Anspruch da. Darum werden wir das Zugdepot jetzt in diese Richtung einreihen. Und wir werden hier das Gelände vorher ein bisschen anheben. So. Jetzt haben wir es auf der richtigen Höhe. Wir werden es gleich noch wieder ein bisschen einglätten. Das ist natürlich jetzt nur vorübergehend so hässlich. So, dann fahren wir da drauf. Dann sind wir nämlich auch schon in der richtigen Richtung unterwegs. Und dann brauchen wir hier nur einen Wechsel, falls wir mal einen Zug ins Depot fahren wollten. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich mehr einen Grund dafür. Aber gut, da ist ein Signal, das reicht also. Hier, das brauchen wir auch nicht anders. Das ist völlig in Ordnung. Ja, ein bisschen glätten, habe ich gesagt. Okay. Naja, wenn wir dann schon die Wälder kaputt machen, dann finde ich... Was haben wir denn hier für Wälder? Was sind das? Sugar Maples? Nee. Das sind sie auch nicht. Die sind sie auch nicht. Was haben wir denn hier? Warte mal. Können doch die sein, oder? Ja, warte mal auf. Es gibt ein Maltool.
Da ist das ein bisschen einfacher. Moment, muss ich nur kurz finden. Ja. Mal Tool, ist es hier? Nee. Es ist schon bei den Assets. Bäume. Ah, ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Ich muss hier... So muss ich es einstellen. Noch passt das auch. Gut, dann haben wir da den Wald wieder hergestellt. Und jetzt gibt es einen zweiten Zug. Wie versprochen, wir haben hier diese Strecke, das heißt, den Zug klonen wir jetzt. Und zwar klonen wir den zweimal. Dreimal. Also haben wir drei Züge insgesamt. Das sollte hoffentlich eine Weile reichen. Schauen wir mal. Da ist einer, da ist der zweite und da ist der dritte gerade im Bahnhof. Okay. Jetzt müssen die Linien alle wieder passen. Und dann sollten wir hier auch die Produktion entsprechend angekurbelt bekommen. Das ist irgendwie noch nicht so schön hier. Okay, etwas hübscher ist es, ne? Oder? Ich denke schon. Dann müssen wir noch was korrigieren, und zwar hier bei Rietz. Da habe ich irgendwann mal diesen Steinbruch von der Stadt abgetrennt. Nicht die feine Art. Allerdings sehe ich jetzt auch keinen Grund, warum der unbedingt in die Stadt fahren muss. Ich hatte hier gearbeitet und dann habe ich die Brücke nicht neu gebaut. Aber ich sehe gerade, die Stadt hat hier eh schon ein bisschen weiter gebaut. Dann lass uns doch einfach hier eine Brücke jetzt ziehen. Gut, okay. Dann ist das wieder angebunden und die Stadt kann hier weiterbauen. Wunderbar, so. Jetzt, wo wir mehr anliefern, also mehr Kohle und mehr Eisenerz. Das wird natürlich eine Weile dauern. 1, 2, 3 Fahrten, aber dann wird die Produktion hier hochgehen. Dann werden wir mehr Stahl liefern können. Jetzt ist auch schon ordentliche Menge abgeholt worden. Na, halt mal an. Nee, halt mal nicht an. Lass mal gucken. So, 40 Stahl haben wir jetzt mitgenommen. Jetzt haben wir hier auf jeden... Ja, Stahl hatten wir eigentlich nie zu wenig. Kunststoff. Ist aber möglicherweise ein Problem. Dafür ist der Versand hier deutlich besser geworden. Und wenn wir jetzt noch so ein bisschen weiter vorrutschen, dann steigen wir nämlich auf. Dann sind wir hier nämlich im steigenden Bereich bei allen drei Kategorien. Produktion, Versand, Transport. Und dann können wir Level aufsteigen. Also sorgen wir dafür, dass hier mehr Öl ankommt. Mehr Plastik. Dazu müssen wir einen von diesen Zügen klonen. Und da gucken wir uns mal an, was das überhaupt gerade für welche sind. Fahrzeugmanager... Das ist diese Strecke, da haben wir die PLM 220 noch im Einsatz. Ich würde mal sagen, da haben wir auch noch alte Anhänger, sehe ich gerade. Wir könnten ja inzwischen den gedeckten Güterwagen nehmen. Der nimmt ja schon mal ein bisschen mehr mit.
Aber wenn wir dann schon dabei sind, dann finde ich, könnten wir auch die Loks ändern, oder? Also finde ich schon. So, wir haben die, ja. Wir haben die Kapazität von 60 im Moment. Da wollen wir da doch mal ein bisschen hochgehen. Und zwar mit einer neuen Lok und den gedeckten Güterwagen gehen wir auf mindestens 112 wahrscheinlich. Moment. Wo ist er denn? Da. Ja, auf 112, genau. Und dann passen die noch in die Bahnhöfe rein. 4,8 Millionen. Und das ist jetzt das eine. Ich muss das zweite auch noch ersetzen. Schade, dass ich da jetzt nicht einfach klonen kann. Naja, aber immerhin geht das jetzt so. Das ist also wirklich schon großer Fortschritt. Habe ich jetzt einen zu viel? So, zwei zu viel. So, 13 Millionen. Jetzt wird ein bisschen mehr transportiert und natürlich noch ein bisschen schneller, weil die Züge kräftiger, also schneller sind. Von daher, vielleicht reicht's dann, sonst müssen wir noch einen dritten auf die Strecke setzen. Und ja, was soll ich sagen? Also ihr merkt schon, Geld ist nicht mehr so das Problem. Haben wir schon seit einigen Folgen keine Probleme mehr mit. Ich wurde schon gefragt, ob ich denn einfach weitergespielt hätte, dass da plötzlich so viel Geld ist. Nee, das ist tatsächlich einfach mal gut gespielt bzw. Glück gehabt. Ohne mir jetzt allzu sehr auf die Schulter klopfen zu wollen, finde ich aber schon, dass das einfach gut gelungen ist. So. Ja, jetzt nehmen wir ordentlich was mit hier. Jetzt sind noch 90 da. Also einen dritten Zug würde ich hier jetzt gar nicht einsetzen. Vielleicht müssen wir hier noch ein bisschen mehr anliefern. Schauen wir mal kurz. Die Produktion, ja, wir sind gerade aufgestiegen hier. Wir steigen gerade auf. Kagenau C40 ist verfügbar. Das ist offensichtlich für Passagiere. Fährt 40 km/h schnell. Das heißt, die Städte kriegen auch bald. So, ihr seht das, ne? Alle drei sind in dem aufsteigenden Bereich. Dann gibt es hier den Bonus und dann steigt das auch bald. Dann könnten wir hier, es ist kaum noch Öl da. Wir müssen mehr Öl anliefern. Jetzt müssen wir mal schauen. Da haben wir diese Lok im Einsatz, die 100 Einheiten Öl fährt. Jetzt bin ich der Meinung, ersetzen wir die auch noch eben. Fahrzeugmanager. So. Ja, hier geht natürlich ersetzen. Das geht natürlich nach wie vor. Und das mache ich natürlich jetzt, weil wir wollen ja jetzt eigentlich alles ersetzen. Also gerade ändern zu nutzen war nicht der schlaue Weg. Meine Mimoserei war schon wieder übertrieben. So, und jetzt nehmen wir natürlich den Kesselwagen. Der alte hier transportierte 5, der neue kann 9. Also, super Sache. Und den machen wir jetzt auch so lang, wie es geht. 160 Meter haben wir Platz. 161 ist okay. Da haben wir eine Kapazität von 153. Der alte Zug hat jetzt eine Kapazität von 100. Also haben wir nochmal die Hälfte mehr. Zack. Vielleicht reicht das auch schon. Und diese Kesselwagen sehen wahrlich schon etwas moderner aus. Wir sind im Jahr 1909. Ich finde, dafür sind sie schon fast noch ein bisschen zu modern irgendwie. Obwohl, naja. Wir sind halt auch ganz neu, ne? Dann ist das schon okay. Ja, jetzt haben wir noch diese beiden alten Züge hier. Weil wir müssen erstmal gucken, ob wir hier genug Öl haben zum Abtransportieren. Ja, und da haben wir nicht genug Rohöl. Das heißt, auch die beiden anderen Züge auf dieser Strecke werden wir uns jetzt ansehen. Die Rohöl-Raffineriestrecke. Da haben wir drei Loks im Einsatz im Moment. Die werden wir jetzt auch alle ersetzen. Die A35 mit den neuen Kesselwagen. Okay, 25 Millionen sind dann mal eben weg. Das ist bei so einer langen Strecke aber auch okay, dass die dann so, sie so teuer sind, weil hier haben wir 244 Einheiten. Produktion sind wir tatsächlich am Limit. Das heißt, wenn das jetzt nicht reicht, dann müssen wir uns eine zweite Ölquelle holen. Hier wäre eine. Und das könnte man hier auch noch super anschließen. Das wäre überhaupt kein Problem. Aber schauen wir erstmal. Na,
Ich glaube, wir müssen die noch anschließen auf Dauer. Aber erstmal haben wir das jetzt hier so ein bisschen durchoptimiert, ein bisschen modernisiert, verbessert. Und wie gesagt, das Transportverhältnis einzustellen, dass er hier nur 50% mitnimmt, das ist super. Das lässt einen ganz, ja, ganz neue Arten von Routen planen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.